So, ihr Lieben, wir sind ja jetzt weitergefahren und auf dem Weg nach Cadiz haben wir jetzt einfach einen Zwischenstopp eingelegt und wir sind jetzt in Feria de la Frontera. Schön, ja. Ich schreibe es unten rein. Mein Spanisch ist wirklich nicht das Beste. Ja, aber hier, das soll ein ganz schmuckes Städtchen sein. Es ist ein schmuckes Städtchen. Ja, zählt zu den weißen Dörfern Andalusiens. Und hier hat man einen fantastischen Ausblick. Oder sagen wir so, hätte, wenn das Wetter etwas klarer wäre. Es ist etwas ziemlich diesig heute, aber trotzdem sehr schön. Stimmt. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Ich stimme dir zu, das ist doch genug, oder? Okay, dann schauen wir uns das Städtchen an und wenn ihr Lust habt, dann kommen wir damit. Also der Brunnen hier ist wohl die Hauptattraktion der Ortschaft. Das ist ein schöner Platz, der Plaza de España. Aber es ist nicht ganz ohne Mühe, darauf zu kommen. Ja, für die Fußkranke halt. Ja, muss jeder wissen, ob es das lohnt. Wir schauen noch in ein paar Gässchen rein, dann sehen wir, ob da noch was zu sehen ist. Aber die Stadt ist hauptsächlich bekannt durch den Brunnen. Und durch die engen Gässchen und natürlich die weißen Häuser, die schon von der Anfahrt her wunderschön ausschauen natürlich. Ja, ja, es ist schon sehr steil hier, die Gassen hoch und runter zu laufen. Ja. Das muss man also schon sagen, ja. Ja, also ist etwas. Also die Ursi hat genügend Bilder gemacht, die blenden wir euch ein. Und wer gut zu Fuß ist, der kann dann auch noch auf den höchsten Punkt, nämlich zum Castillo. Ja, und... Warum müsst ihr so gut beieinander sein wie wir? Ich bin gut. Ja, ich auch. Ja. Als wir dann endlich in Cadiz angekommen sind, stellten wir beide fest, dass wir eigentlich gar keine große Lust mehr auf Großstadt hatten. Und so fuhren wir sofort weiter nach El Puerto de Santa Maria. Nachdem es mittlerweile schon Abend geworden ist, entschlossen wir uns, einen vorübergehenden Stellplatz für die Nacht anzufahren. Am nächsten Tag nahmen wir uns vor, gehen wir auf den Campingplatz. Wir stellten fest, dass man in El Puerto de Santa Maria auch schön frei stehen kann, direkt am Meer. Aber wir wollten einfach ein paar Tage Ruhe und fuhren deswegen den Campingplatz an, der über die Grenzen der Stadt hinaus weit bekannt ist.
Auf einem Campingplatz ist die Ver- und Entsorgung einwandfrei geregelt und man kann auch problemlos seine Liegestühle herausstellen. Genau das war unsere Intention. Allerdings hat uns dieser Campingplatz nicht gefallen und so fuhren wir weiter und suchten uns Cipiona, eine kleine Stadt am Atlantik, als nächstes Ziel aus. In Cipiona fanden wir einen kleinen Wohnmobilstellplatz, der parzellenartig aufgeteilt ist und der genau unseren Ansprüchen entsprochen hat. Hier halten wir es gut ein paar Tage aus. So war unser Eindruck. Noch nicht fertig. Noch 17 Minuten zeigt die Maschine an. Ja, gehört halt leider auch dazu. Bleibt nicht aus. Wäsche waschen auf dem Stellplatz. Und wenn man natürlich kleine Waschmaschine hat, muss man das ausnutzen. Und natürlich dieses schöne, super tolle Trockenwetter. So, jetzt kann's trocknen. So wie es aussieht, haben wir gerade Ebbe.
So, jetzt sind wir vom Stellplatz nach Chipiosa gefahren. Ja, mit dem Fahrrad natürlich. Sehr, sehr leicht, also ist eine ganz tolle Strecke. Ja, auch reiner Fahrradweg, also keine Autos und nichts unterwegs. Nee, ich glaube, das sind so knappe 3 Kilometer oder so. Ja, also ganz minimal, kann man sogar zu Fuß gehen. Ja, und es ist ein sehr, sehr nettes Städtchen. Ja, das wir uns jetzt nämlich noch etwas genauer anschauen wollen. Ja, schauen wir mal, ob wir was zu essen kriegen. Ja, genau, das wollen wir auch schauen. Vielleicht bekommen wir mal was Leckeres. Auf jeden Fall gucken wir uns das jetzt noch ein bisschen an. Und wir stehen jetzt hier direkt am Sandstrand. Richtig toll hier. Gell? Ja, Ebbe ist zurzeit. Ja? Und einen Nachteil hat das Ganze, wenn man im Februar ist, das ist, dass die Lokale nicht alle geöffnet sind. Mhm. Aber es hat auch große Vorteile. Erstens sind ja die Menschenmassen unterwegs. Ja. Und der zweite Vorteil ist, die Temperaturen sind extrem angenehm. Also es ist nicht heiß. Nein. Es ist sehr angenehm. Ich bin mit kurzen Ärmeln im Februar hier reingefahren. Ja, das macht Laune. Ja, ja, also das für Februar ganz toll. Ja, und jetzt schauen wir uns diesen Ort noch ein bisschen genauer an. Ja, genau. Da sieht man nochmal den Sandstrand und die Kirche, an der wir gerade vorbeigefahren sind, mit dem Leuchtturm. Und da ist der breite Strand mit der Ursi. Ja klar. Ohne mich wäre es doch langweilig, oder? So bescheiden. So bin ich halt. Ich weiß, dass mir das nicht schmeckt. Du hast noch nicht mal probiert. Ich kenne meinen Geschmack. Und der ist sehr überschaubar. Ist gut. Hey Leute, wisst ihr was? Ich habe mir jetzt eine Paella bestellt. Wollte ich schon ewig essen. Ich habe schon befürchtet, ich muss in Deutschland in ein spanisches Lokal, damit ich endlich eine Paella bekomme. Und ich kriege eine Dorade. Wie immer halt. Sehr lecker. So habe ich auch noch keine Dorade gegessen. Wieso? Wieso? Was ist denn? Warum? Dass ich selber filetieren muss. So, die letzte hast du auch müssen. Ah, also, no bread. No. Gracias. Sieht doch schon mal ganz lecker aus. Wie ist ja endlich ihre Paella?
So, jetzt sind wir wieder auf unserem Stellplatz. Ja, sind gerade aus Cibiona gekommen, haben uns jetzt einen Tee gemacht und verzehrt uns in der Schatten. Ja, weil mit der Markise, das war nicht so das Wahre, die Sonne steht genauso hoch, dass die Markise nichts bringt. Ja, und außerdem ist, das gibt immer solche Windböen und da müsste man die ja jetzt noch richtig sturmsicher verankern. Und da hatte man jetzt einfach keine Lust. Ein kleines bisschen Schatten durch dieses Gestrüpp hier eben haben wir und da lässt sich jetzt ganz gut aushalten. Also auf jeden Fall, der Stellplatz ist sehr schön, der ist Campingplatz ähnlich eigentlich schon, muss man sagen. Ja, und es sind richtig schön große Parzelle, finde ich. Ja? Ja, und also wir sind jetzt da am längsten gestanden bis jetzt, wobei man sagen muss, dass das Wetter hier am angenehmsten war von der ganzen Urlaubsreise, oder? Am wärmsten ja jetzt. Am wärmsten und dann der Wind, was ist, der ist gerade richtig angenehm, weil der ist nicht kalt, sondern warm. Mhm. Und ist am Atlantik. Ja, genau, wir sind ja jetzt hier am Atlantik. Ja, also das war auf jeden Fall dieses Feja, dieses Städtchen war ganz nett zu besichtigen. Das Cibiona ist auch sehr schön. Mhm. Wir wollten eigentlich nach Puerta de la Mazaron, aber da hat uns... Was? Mazaron? Nicht Mazaron. Das ist schon ein paar Tage her. Maria, ja. und da hat uns aber der Stellplatz oder der Campingplatz nicht so gut gefallen. Mhm. Und da haben wir jetzt ein richtig schönes Plätzchen gefunden, muss ich sagen. Also so lang waren wir noch nirgends gestanden. Ja. Und es ist sehr angenehm da von der Versorgungssituation, also alles einwandfrei. Ja, vor allen Dingen ist das jetzt sind jetzt die letzten Tage, die wir hier verbringen, am Meer. Wenn wir uns anschauen, was wir für Wetterberichte von Deutschland hören, dann muss ich sagen, eigentlich zieht es mich nicht so sehr zurück. Nee, eben. Und darum wollen wir hier das einfach noch ein bisschen genießen. Aber der Heimweg ruft, unweigerlich. Wir müssen uns nur noch ein bisschen klar machen, wie wir hochfahren, gemütlich, also eilig haben wir es nicht, aber nee. Das Meer werden wir jetzt dann verlassen. Hm? Ja. Go? Jo. Ja. Ein bisschen traurig, oder? Hm. Jo. Also sagen wir so, es zieht mich nicht zwingend weg. Nein, also... Ist sehr angenehm hier in Spanien, ja. Während zu Hause die Stürme toben. Und ja, vielleicht noch was zu den Cibione. Also am Atlantik ist ja Evian Flut. Man kann also schon Fische essen. Wir haben ja heute diese Fischer gesehen und die haben richtige große Dinge rausgeholt. Also was das für Fische waren, das weiß ich nicht, aber richtig große Fische, ja. Und die Doraden, die wir gegessen haben, das waren alles offensichtlich keine Aquakulturen, sondern offensichtlich alles Wildfang. Ist uns zumindest zugesagt worden. So hat es auf jeden Fall immer Kaiser, ja. Ja. Und also es gibt schon noch genügend Fische da, die man sich da rausholen kann. Vielleicht nicht mehr Massenfischerei, aber so für den Hausgebrauch auf jeden Fall und für die Lokale offensichtlich auch. Was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nicht mehr viel, oder? Ja, also wir können das Cibiona empfehlen. Mhm. Wir hoffen, die paar Eindrücke, die wir euch hier gegeben haben mit dem Video, die haben euch ein bisschen Lust auf den Süden gemacht und vielleicht ein bisschen die Wärme nach Deutschland gebracht. Und im Frühjahr kommt ihr jetzt in Deutschland auch. Wir versuchen ein bisschen Sonne mitzubringen. Ja. Wir danken auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns wieder über ein Like. Und wir melden uns auf jeden Fall nochmal. Wir haben ja noch einiges vor auf der Heimreise. Und da kommt sicherlich noch was. Und abonniert doch einfach unseren Kanal. Dann werdet ihr informiert, wenn wir wieder was online stellen. Und bis dahin sagen wir Ciao aus Cibione. Cibiona. Ja, tschüss. Ciao.